again. You hit just like the drum. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the play. But this time I won't collide like I did yesterday. Que de ti, I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quiere tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti, I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 setbacks. No, 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 baby, no, 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 this time. You provide. Reicht jetzt mit der Musik, ne? Reicht jetzt. Wir wollen es ja hier nicht übertreiben, sind ja nicht in der Disco. Erstmal, hallo, grüße euch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag heute gehabt. That's me. Was erstmal mein Handy hier, glaube ich, mal dran. Sonst habe ich gleich keinen Akku mehr. So, erstmal hier reinwimsen, das gute Ding. Und dann sage ich nochmal ein wundervolles Hallöchen heute für alle. So, 38%, geht ja fix. So, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag heute gehabt, ihr Lieben. Und dann mal Dienstag, schon am Anfang der Woche, allgemein das Beste draus. So, wir gucken erst, wer hier ist und gehen erstmal durch. 20 Uhr, eine Minute wieder, ja, zu spät, aber egal. So, Delina habe ich hier, Paar Burkhardt, Black, Jobeo, Himsuse, Sehnsuchen, die Heilige, der Stefan, Marsch, Matthias ist da, Sarah ist da, Ani 15 ist da, Beo macht den Dino, Tamaso, Sichi, Niki, am Start. Dann haben wir ein paar Burkhardt, Miss Peppermint. Da habe ich hier kaputt vom Tag. Joker, grüß hier nochmal rein. Maike Eike habe ich hier mit dabei. Die Ingrid sehe ich hier. Hi Luz, schon 20:01, unfassbar. Die Bina, hi. Niki, grüß auch lieb hier nochmal rein. Mausch feiert die Katze, das ist sehr gut. Wundervoll, wundervoll. Mina von Dragon ist hier. Dann haben wir Janana, Sehnsuchen machen, Huhu, Zauberfee wünschen schönen Abend. Sarah ist mit der Mofa unterwegs. Okay, Nini mit dem Klapprad. Okay. Holger Kohlscher Tag, sagt er mal. So geht eigentlich. War okay. Haben wir irgendwie heute nicht so Bock gehabt zu arbeiten. So, das kennt man, glaube ich, ne? Also jetzt nicht das hier, das ist für mich jetzt hier so keine Arbeit. Aber irgendwie so keinen Bock gehabt irgendwie heute so. War am liebsten im Bett geblieben. Und dann haben wir Big Baba, AKNB, habe ich hier noch Nini mit dem Klappfahrrad. Nein, die wollen jetzt irgendwie mit dem Klappfahrrad nach Mallorca. Ich weiß auch nicht, wie die drauf kommen.
Erst wollen sie mit der Mofa irgendwie nach Fuerteventura und jetzt wollen sie mit so einem Klapprad, das sind die, die man so klappen kann, die ganz alten, so von 1975, glaube ich, wollen die jetzt irgendwie nach Malle. Also, oh, ja, wie gesagt, sehr nasser Tag heute. Geht hier eigentlich. Hätte es eigentlich nicht geregnet, aber es ist so, man war mal kalt und das nervt so. In der Sonne schwitzt du den Arsch weg und dann ist die Sonne weg und dann muss ich eine Jacke anziehen, was kalt ist. Echt bescheuertes Wetter. Daniel Dettmann sich hier, Soranomon. Bei mir im Haus fühlt es sich wie minus 7 Grad an. Das ist echt abgekühlt, ne? Es ist wirklich abgekühlt. Minne ist da, Himsuse sehe ich hier, Lukas, Trümmerlotte, Foxhound, Ahoy, Fabs Team Ghost, Nabend, Joy Us, grüß dich, Wissen Kaffee. Ja, geil, weißt du, was der Knaller ist? Ich habe ja hier eine Maschine, aber ich bin immer zu faul, jetzt noch schnell Wasser zu holen. Deswegen, ich habe eigentlich immer so Wasser, aber ich habe es irgendwie vergessen und ich habe auch gar keinen Becher. Und es ist einfach, ich vergesse immer so Pappbecher mir mal zu kaufen, dass ich da mal so einen Pappbechervorrat habe. Dann muss ich nicht immer Tassen mitschleppen, weil wenn ich hier einen Kaffee trinke oder was trinke, muss ich immer das wieder nach Hause stemmen und säubern. Das ist voll nervig. Also ich muss mir da mal echt mal so ein paar Pappbecher und ein paar Papplöffel oder sowas holen, Holzlöffel oder so. Super nervig. Orchidee sehe ich hier noch. Auch noch mit dabei. Unmögliche. Tusi ist da. Hi, du. Cookie Colores. Cookie Colors, genau. Guten Abend. Lilith. Abaddon sehe ich hier. So, 2 Meter Boy. Hey, bockige Kuh. Sarah, hör, ich habe doch das Fahrrad. Nini ist die mit der Mofa. Nee, die Nini hat mir eine Nachricht geschickt, dass die jetzt irgendwie mit dem Klapprad das machen möchte und du jetzt irgendwie in dieser Mofa-Szene unterwegs bist. Auch so mit Wettrennen auf dem Marktplatz und Schulhof und so. Ja. Aber muss euch ja gefallen. Blackie, ich hatte auch keine Lust heute. Heute ist so ein Bückentag. Ein Bücktag? Ein Bücktag? Brückentag, ein Bücktag. Ah. Mir knallen die Türen auf Wohlfamilie Müller ist. Okay. Stefan hat diese Woche noch Urlaub, dann geht's auch wieder los. Genieß die Zeit. Bus Rider sehe ich hier. Seen suchen, ich esse gerne Haribo Wackelgeister. Das ist sehr gut. Machst du alles richtig. Tina T. sehe ich hier. Ist mal dabei. Bamina strahlender Sonnenschein. Nina und Sarah und ich machen eine Biker-Gang mit dem Klappfahrrad auf. Ja, ihr seid mir schon gespannt, du. Ihr seid mir schon gespannt. Ingrid sehe ich hier nochmal unten. Am Samstag ist Japan-Tag. Ja, habe ich auch schon gehört. Aber kann ich nicht. Voll doof. Kruseline, huhu. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Menschis, trauriger. Orchidee, freuen Sie auch morgen Abend. Ja, morgen ist Lena wieder hier. Bin gespannt. Und danach ist danach macht sie Urlaub. Dann ist sie erstmal 3 Wochen nicht da oder so, glaube ich. Oder 2 oder 3. Auf jeden Fall ist sie dann auch erstmal im Urlaub. So machst du noch was warm. Hast du ein Haribo? Nee. Ich extra eigentlich, weil das. Ich liebe die Dinger. Aber irgendwie will ich sie ja dann doch nicht haben. Weißt du? Wenn ihr sie denn gegessen hast, hast du immer so ein schlechtes Gewissen und nur habe der Scheiße gegessen und dein Leben kann ja nicht nur aus Haribos bestehen. Das ist so ein bisschen doof. Aber ich arbeite dran. Boah, deinen Namen kapiere ich auch nie. LXNX0816. Das irgendwie links, Luno. Ach, helf mir. Tim Revy aus der Schweiz. Grüß dich. Hi. Todoface. Angekommen, zeige ich gleich. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, Tudu. Maike Eike muss einfach nur Klo ausspülen. Traurige Engel wünschen schön, wünschen wir die auch. Heike brauchen Energy, verstehe ich voll. Marco versus Jason, grüß dich und danke dir für den 2. Monat, Marco versus Jason. Ganz liebes Dankeschön. Ganz liebes Dankeschön. Da haben wir irgendwie alles schon.
Ich habe nachmittags in 5 Minuten ein Powernap gemacht. Ja, bei mir wäre ein Powernap, glaube ich, 3 Tage oder so. Das ist das. Hirnsoße, alles gut, aber manchmal einfach zu gar nichts mehr Lust. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Ja, ich habe heute so wenig Bock gehabt. Du. Boah, anstrengend heute. War anstrengend. Aber bei der letzten Familie, wo ich heute war, war gut, musste ich nur kochen. Ich nur gekocht. Also war ganz cool, die hatten HelloFresh. Und HelloFresh ist ja echt easy. Ich so, ey, cool, HelloFresh. Fertig, so mit gebratenem Tofu, Reis, also Basmati-Reis, Tofu. Dann waren da Gurken, Karotten und irgendwie noch so ein Salatmix zusammen mit, was war das dann, angebratenen Pinienkernen. Zusammen in einer, was war das, Soja-Soße mit Agavensirup und ein bisschen Öl. Und das alles dann zusammen. Da war schon ganz cool. Ne? Aber Spaß gemacht. Hat aber gut geschmeckt. Joker hat auch Haribo zu Hause. Okay. Ah, Munja, musste mein Auto zur Werkstatt warten, hatte viele Tage Zwangspause. Okay, morgen geht's wieder los. Oh je. Yeah. Der Shit sind die Gummiampelmännchen, sagt Bina. Die Gummiampelmännchen? Die wirklichen Ampelmännchen, die meinst du? Scheiße, Ari, wo ist der Shit? Ab nach Japan, ja. Heilgrad Fortbildung, ach ja schon. King Raphael, grüß dich. Mick Fuchsschwarz hinten. Die Sarah, ja. Pitje, komm noch rein. Tim Levy mag halt der Kanister. Meine Tochter geht hin verkleidet zum Japan-Tag. Okay. Ja, Lena ist jetzt Mittwoch noch da und dann ist sie im Urlaub. Genau, dann ist sie im Urlaub. Meine Haribo kann man schlecht aufhören. Ah, Tolo, ja, ich hab's schon hier. Ich hab's schon hier. Sogar schon ausgepackt. Zeig's gleich. Mir in Duisburg ist übrigens immer nur Regenschauer, dann wieder weg. Okay. Minna sagt, meine Mülltonnen-Story geht weiter, ich gehe kaputt. Ja, kannst du ja Donnerstag wieder erzählen. Alle bestehen noch aus Haribos, verstehe ich. Jackie 40, hallo, guten Abend. Hi. Lecker Schmecker lese ich hier. Also Kamelhöcker in Erdbeersoße, in Erdnussbuttersoße. Marc muss morgen ins Krankenhaus wegen dicke Eier, Wange, Backe, Betäubungen aufschneiden. Dann im schlimmsten Fall soll ich 3 Tage bleiben. Dicke Eier? Wieso dicke Eier? Marc muss morgen ins Krankenhaus wegen dicke Eiter. Ach, ich habe gelesen, Marc muss morgen ins Krankenhaus wegen dicke Eier. Aber da steht wegen Eiter. Ja, gute Besserung, Mensch. Gute Besserung beim Zahnarzt. Gute Besserung. Gute Besserung. Ja, ich habe Eier gelesen wegen dicke Eier. Matthias hat mich ein bisschen irritiert. Hat mich ein bisschen irritiert. Aber haben wir rausgekriegt. Haben wir rausgefunden, was es heißt. Es war nicht dicke Eier, es war dicke Eiter. Dicke Eiter. Bang. Ja. Helmsoße weg jetzt nicht. Delien ist eher Fraktion Drachenzunge und Spinnenbeine. Okay. Dicke Eier. Oh, ich gehe kaputt, ich gehe kaputt. Oh, das macht mich ja schon wieder alles fertig. Das macht mich ja schon wieder alles fertig, Leute. Ah, ja, ich denke nicht zweideutig, das stand für mich da. Das stand für mich da, ey. Namen Sandra 36, grüß dich. Boah, ich muss dringend Pappbecher kaufen, ey. Bei dicke Eier würde ich zum Urologen gehen, statt zum Zahnarzt. Ja, kann ja sein, dass der alles macht. Er sagte, alles macht. Wunderschönen Abend, Tinker, grüß dich. Ist ja so ein Allround-Arzt, der macht Beauty-OPs, Urologie, Implantologie und dann noch irgendwie noch das andere. Dann macht alles, Haare, Füße. Mein neuer Name, der konnte ich irgendwie nicht schreiben letztens. Alles jetzt bisher da. Jetzt bist ja da. Saftklicker sind dann dicke. Saftklicker ist auch kein normales Schwein. Malaika, grüß dich. Heute mal aus dem Hintergrund. You're welcome.
Mausch macht hier den wunderschönen Longhair-Emote. Einfach auch, der ist auch legendär. Der ist auch legendär. So, also wieder ein paar Mal gehen, Michi. Aber ich wollte ein paar Mal gehen, du. Ich habe auch kein Energy, ich habe keinen Becher für Kaffee. Das ist echt Leben am Limit, du. Und auch kein Wasser da drin. Das ist Leben am Limit, wirklich. Unfassbar. Ja, also, wir haben ja schon so ein bisschen gequasselt. Du, Tommaso, ich habe das ja da. Ah ja, kein Wasser. Das Ding ist, ich habe nämlich letztens, wo ich Geburtstag hatte, den Mini-Kühlschrank von hier mit nach Hause genommen, damit ich dann mehr Kühlung hatte. Das Ding ist aber, ich vergesse den immer wieder hier mit hinzubringen, damit ich hier Kühlung und Getränke habe. Erkenne das Problem. Ja, dann hätte ich dann noch Wasser. Na, dann hätte ich ja dann noch Wasser. Aber auch wenn ich Wasser habe, habe ich aber nichts, wo ich den Kaffee reinmachen kann. Hier keine Spüle und so. Das ist das Ding. Na, ha, kann ich niemand beliefern. Diese Adresse ist top hardcore secret. Da kriegt man Pizzamann die Adresse. Never. Never. Aber die Dinger sind jetzt zu laut. Also, den ich hier die ganze Zeit noch laufen hatte, der hat das gar nicht gehört. Gar nicht. No. Lauf zur Tanke, wir geben die 5 Minuten, sagt Stefan. Ja, so wie Lauf, Forest, Lauf. No. Hilft eine Erinnerungsnachricht. Ah. Oh. Snod Hamok. Mensch, Dankeschön. Ganz liebes Dankeschön. Ein kleiner Zustupf, deine Lesebrille. Das macht mich fertig. Also ihr könnt noch mal lesen. Ein kleiner Zustupf für eine Lesebrille. Hammer. Hammer. Das ist ja nicht so, dass ich keine habe. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass ich keine Brille besitze. Aber, jetzt kommt das Aber. Das kommt das Aber. Die ist immer im Auto. Ich vergesse die immer im Auto, Mensch. Ich danke dir auf jeden Fall für die 20 Euro für die Lesebrille mit meiner Dioptrienzahl. Ganz viel Liebe für dich. Die Brille macht Urlaub. Ja, die passt auch. Jetzt kommt es hier wieder. Mensch, ganz liebes Dankeschön. Danke dir. Snot. Dankeschön für 20 Euro für die Brille, du. Dankeschön. Und unmögliche Tussi, Mensch. Danke dir für den Sub. Ganz liebes Dankeschön. Ja, was wollte ich denn jetzt? Pappbecher, sagt Jackie. Ja, aber habe ich ja nicht, ne? Muss ich ja erst kaufen. Das ist das, ne? Muss ich ja erst kaufen. Das ist immer das Thema hier. Vergesst das dann immer, ne? Prima, okay. Dann will ich euch jetzt noch was sehr Cooles zeigen. Was sehr Cooles zeigen. Wo bist du denn, Onkel? Wo bist du denn? Der liebe Toto hat mir ein Bild geschickt. Also das ist ja der liebe Toto Faces 65. Toto Faces 65 hat mir ein Bild geschickt. Also nicht mir, also Lena und mir. Ne? Also uns ein Bild, aber es hat es hier hingeschickt. Deswegen hat es mir gerade geschickt. Schau doch mal. Ich mache mal die Kamera da unten aus. Elke, Dankeschön für den Becher. Jackie, was meinst du denn, wie alt ich bin? Das ist cool. Ne? Also, ihr müsst mal bei ihm auf Instagram gehen. Auf Instagram, der hat ja nur solche Bilder. Der macht solche Bilder selber. Also richtig cool. Richtig cool. Richtig cool. Lohnt sich auf jeden Fall mal bei Insta zu gucken, was der für Bilder macht. Geil, ne? Also sehr cool, künstlerische Arbeit auf jeden Fall. Und alle so ein bisschen, nee, also wirklich alle sehr creepy, dark und so ein bisschen unheimlich. Also sind sehr unheimliche, geile Bilder dabei. Auf jeden Fall. Ganz liebes Dankeschön, Toto. Also das wird hier auf jeden Fall hier bei uns einen Ehrenplatz bekommen.
Definitiv, definitiv. Warte mal ganz kurz. Komm, geh mal auf hier. So, einmal auf. Ich suche mal eben ganz kurz mal was raus, ob ich das finde. Ah, ich sehe gerade, du heißt ja da genauso. Also Toto, der liebe Toto, also TotoFaces65, heißt auf Instagram genauso. Also da könnt ihr mal gucken. Also der heißt auf Instagram absolut gleich, auch TotoFaces65. Könnt ihr mal gucken, sehr, sehr, sehr coole Bilder. Also sehen schon so Bilder aus einer anderen Dimension, so ein bisschen, so richtig cool. Auch sehr coole Fotos. Auf jeden Fall könnt ihr mal reingucken bei dem lieben Toto. Prima. So. Immer Elge, danke für 100 Bits und stell mal, was tust du da? Mal aufrunden, die Trumme Zahlen macht mich ganz kirre. Stefan, hol dir ein, in Klammern alkoholfreies Bier und genieße. Ich danke dir für die Aufrundung. Ganz liebes Dankeschön für die Aufrundung. Sehr lieb von dir. Sehr, sehr lieb von dir. Okay, also, pass mal auf. Wir hatten... bis später, Toto. Wir haben ja letztens, gestern, jetzt lange hatten wir letztens, gestern, ein bisschen überlegt, so was gibt es denn mal so an spannenden Dingen zu tätigen? Und dann kamen viele auf den Punkt zu sprechen, Kriminalfälle lösen. Und nein, wir sind keine Detektive, wir sind keine Kriminologen. Das hört sich doof an, ne? Wir sind keine, danke Dodo, ne? Keine Kriminologen. Hansch. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Kriminologen. Das hört sich komisch an. Kriminologen. Das hört sich komisch an, oder? Wenn man das ein paar Mal sagt. Kriminalurologen? Nee, nicht Urologen, Kriminalurologen. Scheiße. Je öfter ich das sage, Kriminologen. Das klingt gut, Kriminologen. Wir sind keine Fachkräfte. Urologe ist was anderes, geil. Also wir sind keine Fachkräfte für Mord. Ja. Wir sind auch keine Profiler. Wir sind auch nicht Sherlock und nicht Holmes und nicht Share und nicht Lock. Oder Lock und Share sind wir auch nicht. Ne? Kripologen? Anthropologen? Urologen? Und deswegen habe ich einige tolle Fälle bekommen, die man sich da mal anschaut. Und dann hat die Biene hat mir auch was geschickt. Und das hat sich ganz gut angehört. So. So. Okay, dann haben wir nämlich den Fall Emil Ocean Scoutlorovillis. Emil Ocean Scoutlorovillis. Ey, ich bin ein bisschen verwirrt, weil den Namen habe ich vorher nicht gehört. Ach. Da ist ja auch gar nicht die Seite. Ich habe die falsche Seite auf. Die ungewöhnlichsten Vornamen der Welt. Jimmy Blue Ochsenknecht. Wo bin ich denn hier gelandet? Da sind wir richtig. Hat mir nicht besser. Ich dachte, total falsche Seite. So, wir gucken uns den Fall von Dagmar Knop an. Knops. Dagmar Knops. Ich werde das Bild einblenden. Dagmar Knops,
Ich mach mal das Bild von ihr. So. Okay, damit ihr das gleich seht. Ich werde mal einblenden, damit ihr wisst, wie sie aussieht. So, okay, müssen wir gleich eigentlich haben. Okay, Sekunde, ich will nur eben das Bild von ihr einblenden und dann können wir eigentlich auch loslegen. Nein. Halt, warte, stopp, nein. Na doch nicht. Wo bist du denn? Desktop. Habt ihr doch gerade noch gehabt hier. Da ist er doch. So, das ist... Kann man eigentlich vom Reiseverkehrskauffrau auf Profiler umschulen? Kannst auch als Kanzlerin kandidieren. Du kannst auch NASA-Spezialistin werden. Also ich würde mal anfragen, bei der NASA vielleicht als Raumfahrerin oder so. Weiß nicht. Vulkanreinigung. Also möglich. Also auch Dings könntest du auch. Bina, du könntest auch vielleicht irgendwie Zahnärztin. Okay, so. Also. Der Fall Dagmar Knobs. Und Kempen ist noch nicht mal wirklich weit weg von mir. Ne? Das ist noch ganz interessant. Die Biene hat mir das geschickt. Dagmar Knobs Suche beendet. Okay, also ich erkläre gleich erstmal so ein bisschen was, ne, worum es geht. Seit dem 28. März 1988 ist die damals 22-jährige Pädagogikstudentin Dagmar Knobs nach einem Besuch der Gaststätte Lichtblick an der Tiefstraße in Kempen spurlos verschwunden. Alle Ermittlungen der Polizei verliefen im Sande. 2008, 20 Jahre später, brachte plötzlich ein anonymes Schreiben den Fall wieder ins Rollen. 20 Jahre später. Das verschwundene Mädchen sei ermordet und in der damaligen Baustelle im Keller der Villa Horten verscharrt worden, hieß es in dem Schreiben. Anschließend sei eine Betondecke über die Leiche, von wem auch immer, gezogen worden. Das ist schon krass, ne? Es wird jemand ermordet, das ist schon schrecklich. Und dann wird die Leiche noch im Grunde verbuddelt und dann kommt eine Betondecke. Und du wohnst dann danach, mietest das und hast im Keller deinen Keller vielleicht umgebaut und hast vielleicht im Keller Laminat oder so. Wär nicht mal. Du kaufst ein Haus. Und unten spielen deine Kinder und dann hast du danach, dann irgendwann kommt raus, dass unter der Steinplatte, unter dem Beton, jemand Verstorbenes liegt. Ne? Ist schon heftig. Die Polizei analysierte den Brief und untersuchte eingehend den Keller der Gründerzeitvilla an der Ecke Burgring-Thomasstraße. Experten wie Archäologen, Rechtsmediziner, Historiker und Brunnenbauer wurden um Rat gefragt. Eine Bodenradaruntersuchung wurde durchgeführt. Ingenieure einer Fachfirma scannten den Keller mit Georadar. Das Ergebnis war eine Bodenanomalie. Leichenspürhunde wurden eingesetzt und zeigten unabhängig voneinander an derselben Stelle im Keller eine Reaktion. So. Die Mordkommission unter der Leitung von Ingo Thiel war daher optimistisch, die sterblichen Überreste von Dagmar Knobs zu finden und den Fall für die Familie endlich seinem Abschluss bringen zu können. Auch in der ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst wurde darüber berichtet. Zahlreiche Hinweise gingen danach bei der Polizei an und brachten manche neue Erkenntnisse, aber keinen Durchbruch. Knackpunkt bei den Ermittlungen in der historischen Villa war die Statik des Gebäudes. Die Baumaßnahmen könnten das Haus zum Einsturz bringen, befürchteten die München-Gladbacher Mordkommission. Wir sind bei den Arbeiten technisch an die Grenzen gestoßen, sagte gestern Willi Tewes, ein Pressesprecher der München-Gladbacher Polizei. Das Problem sei, dass vor 22 Jahren in dem Keller das Fundament für eine dreigeschossige Treppe gebaut worden sei. Das ist hart, ne? Die Untersuchungen in der Villa würde man wieder aufnehmen, wenn sich neue Techniken für die Grabung ergeben. Auch die zuletzt gemachte Kernbohrung, die nach
den bis dahin vorliegenden Erkenntnissen zum endgültigen Auffinden der sterblichen Überreste von Dagmar Knops führen sollten, brachten nicht die erhofften Ergebnisse, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es wurde in den Proben nichts gefunden. Ja, nach fast 22 Jahren weiß man nicht, was passiert ist. Bratinat, ich danke dir für 10 Monate. Dankeschön. 10 Monate, ich danke dir. Na, Bina schreibt, ich bin sehr gespannt. Mir ist der Fall persönlich im Gedächtnis. Okay, also jetzt musst du dir mal vorstellen, dass ein Mensch getötet wird und dann in irgendeinem Haus eingemauert wird. Finde ich schon hart. Und das ist ein ungelöster Fall. Ein ungelöster Fall. Dagmar Knops. Ich mache mir mal ein paar Infos. Also Sinn und Hintergrund der Sache ist es, ob es möglich ist, mit Kontakten, mit Jenseitskontakten etwas über so etwas rauszubekommen. Ne? Anni, danke für 10 Bits. Dankeschön. Danke dir. Ja, und das ist die Hoffnung. Wir haben natürlich keine Möglichkeit, die Hoffnung zu setzen, dass wir unheimlich krass was rausbekommen werden. Leider nicht. Aber wir hoffen natürlich, dass wir es bekommen. Ne? So, schreib den Namen mal rein. So, ein bisschen groß. Ne? Und dann mal ein bisschen kleiner. Also falls da jemand irgendwie gucken möchte. Oh, danke, Andreas. Ja, stimmt. Ich habe es aber irgendwie auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, Andreas, du. Aber ich weiß, dass du mir das auch mal sagtest. Aber ich habe das irgendwie voll nicht mehr am Schirm gehabt, du. Danke dir für 25 Monate, Andreas. Dankeschön. Ja, und da schauen wir mal rein. Ne? Es gibt einige spannende Kriminalfälle immer auf jeden Fall, die man so im Internet findet. Und das ist jetzt etwas, was ich auch ganz interessant fand. Es ist in der Ecke, ne, wo ich wohne. Es ist nicht so weit auf jeden Fall entfernt, recht schnell. Ne? Also man hat auch irgendwie andere Sachen, dass sie auch irgendwo verscharrt sein soll, woanders. Ne? Also hier steht auch nochmal, tote Studentin einbuttoniert, noch kein Leichenfund. Kempten, die Leiche der 1988 verschwundenen Studentin Dagmar Knops wird in der Villa Horten bei Krefeld vermutet. Wie die Villa Horten aussieht, zeige ich euch. So. Mach euch das mal auf, damit ihr wisst, wie das Ding aussieht. So, so sieht die Villa aus. Ein ganz normales Haus. Und unten drunter, unter Betondecke, scheint wohl das Opfer eingebetoniert zu sein. Viel schon krass. Ne? Da wohnen ganz normale Menschen und die wissen noch gar nicht vielleicht, was da los ist. Ne? Das ist schon hart. Ne? Ne? Ist schon echt hart. Ist schon traurig irgendwie. Ne? Vor allen Dingen, war ich auch hart, wenn ihr jetzt überlegt mal, die Angehörigen. Wenn man da vorbeifährt, weißt du immer, dass gegebenenfalls dein Kind dort unten liegt. Was muss das für ein schlimmer Schmerz sein? Wie schlimm müsste das für Eltern sein? Nee, man geht aber von aus, dass sie da drin ist. Die können halt nicht komplette Untersuchungen machen, irgendwie wegen der Statik. Ja, wegen der Statik.
ja, das Haus keineinander brechen, ne? wenn er die Statik da so ein bisschen löst irgendwie. Und da wohnen ja noch welche, ne? Und die Techniken, die aktuellen Techniken, das genau zu untersuchen, ist jetzt nicht gegeben. Die haben wirklich so gesagt, eine Bohrung gemacht, ne? Eine Bohrung. Haben aber nichts rausfinden können. Ne? Und jetzt muss man überlegen, dass der Keller ist nicht klein, ja. Die kann überall dort liegen, ja. Die kann dort überall liegen, ja. Möchte ich, also, ganz schlimm, ey. Also auch für Eltern, mein Gott. Mit dem Bodensonder geht das auch nicht. Ich denke, dann hätten die es ja schon gehabt. Also die haben ja schon die härteste Technik schon im Einsatz, haben sie ja geschrieben gehabt. Aber das ist jetzt die Frage, wie tief ist es auch einbetoniert? Ne? Wie tief auch? Wie tief? Weiß ja nicht. Ein ganz normales Haus. Ne? Boah. Schrecklich. Schrecklich. Also das ist die gute... Ne? Man hofft natürlich ja auch immer, dass in solchen Fällen die Menschen vielleicht noch leben. Das ist ja noch das Schreckliche für viele Eltern. Die haben natürlich den Kopf so, vielleicht lebt die noch. Vielleicht ist die einfach nur abgehauen, durchgebrannt mit jemand und hat dann das alles inszeniert. Das ist ja die Hoffnung, die dann Eltern noch haben, dass dem Kind nichts passiert ist, weil man die Leiche nicht gefunden hat. Aber der Täter letzten Endes, der weiß, dass es so ein ungelöster Fall ist und dass man ihm so nicht auf die Schliche kommt. Ne? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Ja, schreckliche Tragödie. Schreckliche Tragödie auf jeden Fall. Also hier steht auch Villa Horten. Die Villa wurde 1870 als Wohnhaus für Henriette Horten, eine Angehörige der Kaufmannsfamilie. Es gab ja wirklich damals Horten-Kaufhäuser. Und die Familie Horten hat da gewohnt. Die hat da gewohnt. Ne? Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude zunächst als Rathaus, später dann von der Verwaltung des Kreises Kempen-Krefeld genutzt. In den 80er Jahren verfiel das Haus zusehends. Zeitweilig nutzten es Obdachlose als Unterschlupf. Ehe der Privateigentümer Ende der 80er beschloss, die Villa zu sanieren. In Absprache mit dem Landeskonservator erfuhr das Gebäude eine Umgestaltung, um das Erdgeschoss anschließend durch eine Anwaltskanzlei zu nutzen, während das Ober- und Dachgeschoss in Wohnungen umgebaut worden sind. 2008 bis 2010 machte die Villa Horten Schlagzeilen in der regionalen Presse, als sie zum möglichen Tatort eines alten Kriminalfalles wurde. Aufgrund eines anonymen Hinweises vermutete die Polizei im Keller des Hauses, die Leiche einer 1988 verschwundenen Frau wurde bei ihrer Suche aber nicht fündig. Ja. Also 88, wenn du überlegst, hier oben haben sie ja geschrieben, in den 80er Jahren verfiel das Haus, Ende der 80er beschloss man die Villa zu sanieren. Das kommt genau dann hin, ne? Dann kommt genau hin. Raphael, ich danke für die 100 Bits. Ganz liebes Dankeschön. Ne? Ganz liebes Dankeschön. Ob den anonymen Brief der Täter oder Mitwisser geschrieben hat, weiß man auch nicht. Ja, das ist immer nur. Ne? Puh, ja, auf jeden Fall schreckliche Sache. Auf jeden Fall schreckliche Sache. Und da gucken wir mal, ob wir was bekommen. Eine verdammt gute Frage. Ich sag aber auf jeden Fall, wenn ich per Ouija irgendwas bekomme, was ich für den Sachverhalt nicht angemessen empfinde, werde ich es nicht vorsagen. Also sei es mal, wir sind jetzt in der Ouija-Sitzung und da kommt eine Antwort, die nicht okay ist, ja, werde ich das nicht sagen. Na, will ich das jetzt nicht sagen. Also kann ja sein, wenn es irgendwelche Beleidigungen sein sollten. Das geht gar nicht. Also das wird nicht angesprochen, ja. Also nur damit ihr da so ein bisschen Bescheid wisst. Ne? So ein bisschen. Bei solchen Sachen muss man sehr sensibel immer rangehen. Sehr sensibel auf jeden Fall. Vielleicht bekommen wir ja was.
Vielleicht nicht. I don't know, ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Wir gehen ganz unbefangen einfach mal rein, gucken, so eben Handy auf Schlafmode setzen. So, okay. So, Handy ist auf Sleeping Mode. Okay. Ja, und das ist dann auch zum Beispiel, wie ich dann schon mal irgendwelche in Klammern Ghost Hunter gesehen habe, die dann auf dem Friedhof rumfurzen, den solltest du gleich links und rechts eine Latsche geben. Ey. So. Okay, an. Bang, 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 bang. So, ein bisschen lauter. So, okay. So, okay. Den können wir noch ein kleines Tückchen lauter stellen. Und dann haben wir es. Okay, dann würde ich mal sagen, let's go. Okay, der da oben kann raus. Die schieben wir jetzt erstmal. Ne, die Kamera brauchen wir. Na, die Cam. Also meine Hoffnung und mein Wunsch ist es natürlich, etwas Konstruktives vielleicht beitragen zu können, aber immer mit dem Respekt der Menschen, denen dieses schreckliche Schicksal zugestoßen ist. Das ist das Allerwichtigste. So, okay. Hinten mache ich mal eben alles startklar. Und dann schauen wir mal. So. Okay. So. Mache ich mal eben kurz alles fertig hinten in der Ecke, dass wir dann auch sofort starten können. Ja. Fällen wir schon die Bälle hier runter. Sag ich mal, suche noch gerade die Flux eben hochzufahren. Dass wir alles haben. Achso, habe ich die angelassen? Ist das möglich? Und wenn ich die angelassen habe. Okay, nicht tragisch. Dann nehme ich meine leuchtenden Bälle. Die gehen immer. Die leuchten leer. Geht noch. Geht auch noch. Ja. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in den Fall Dagmar rein. Noch ein bisschen, nicht so ganz hell, ist nicht so, ein bisschen entspannt. Okay. Das Kreuz ist runtergefahren. Okay. Ja. Okay. Okay. Ja, lassen wir uns jetzt mal nicht von mir irren. Aber interessant. Dagmar Knoms. Wir werden auf jeden Fall aber auch ein bisschen ans Portal rein müssen.
Da würde ich die Miracle sogar nehmen. Und dann möchte ich gleich noch ein anderes System einmal austesten. Ich rufe heute hier eine bestimmte Person. Ich möchte mit der verstorbenen Dagmar Knops sprechen. Ich möchte die geistige Welt bitten, einen Kontakt zu Dagmar Knops bitte aufzubauen. Kannst du dich bei mir bemerkbar machen, wenn du mich hören kannst? Ich rufe auch die geistige Welt, mir einen Jenseitskontakt herzustellen zu einer Person, die in dem Fall Dagmar Knops bewandt ist. Dagmar Knops ist in dem Mordfall von Kempen verwickelt und ihre Leiche wurde leider noch nicht gefunden, was sehr, sehr schrecklich ist. Ist jemand Verstorbenes da und möchte mit mir diesbezüglich in den Kontakt treten? Die Person, die das Kreuz runtergeschmissen hat, bist du hier? Bist du der Kontakt von Sonntag? Die Person, die das Kreuz runtergeschmissen hat, bist du von Sonntag der Jenseitskontakt? Ich bitte die geistige Welt, unsere Verstorbenen, mir einen Kontakt zu Dagmar Knops herzustellen. Ich habe nur ein paar Fragen zu dem Fall. Ist jemand da und würde mir in dem Fall Dagmar Knops helfen? What the hell? Ich stelle die Frage erneut, ist jemand aus der geistigen Welt da und kann mir in dem Fall Dagmar Knops aus Kempen, dem Mordfall, Fragen beantworten? Kannst du mir da nochmal ein Zeichen geben? Etwas, was ich nochmal hören oder sehen kann? Da bist du doch. Danke dir für dieses Zeichen. Bist du denn so involviert in den Fall Dagmar Knops in Kempen, dass du mir da Fragen zu beantworten kannst? Dann gebe mir ein Zeichen, was ich sehen oder hören kann. Weißt du denn, was passiert ist? Bitte immer die Fragen, die du mit Ja beantworten kannst, bitte mit einem Zeichen sichtbar oder hörbar beantworten. Bist du mit dem Fall bekannt, Dagmar Knops, dann würde ich dich bitten, mir einfach dafür ein Zeichen zu geben. Kennst du denn jemanden, der mir dort weiterhelfen kann? Dann mach bitte ein Lichtzeichen oder ein Geräusch. Gerade nicht so der Kontakt. Man merkt wirklich, wenn der Kontakt so ein bisschen runtergeht. Ich rufe nochmal die verstorbene Person, die mir gerade bestätigt hat, dass sie mir bei Dagmar helfen kann. Bist du noch da? Dann gib mir bitte ein Zeichen, was ich sehen oder hören kann. Die verstorbene Person, die sich vorhin gemeldet hat, kannst du mir bitte noch mal ein Zeichen geben?
Oh, das war jetzt von mir. Okay, pass mal, wir werden jetzt ein neues System eben austesten. Wir werden eben ein neues System austesten. Ich werde mein Handy jetzt wieder einschalten. Wir haben ja jetzt gerade kein Gerät, was elektromagnetische Felder misst. Also daher ist es voll okay. Also ich kann Handy jetzt ruhig noch anlassen. Ich muss ganz kurz oben was sichtbar einstellen. Also das haben wir halt nicht. Wir werden aber ein neues Tool mal testen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, inwieweit das brauchbar ist. So, wo habe ich das denn? Okay, ich lade es mal rein. Müsste jetzt ändern. Mal gucken, ob ich auch eingestellt habe es. Ja. Ich möchte die Verstorbenen heute zu mir bitten, die mir in dem Fall Dagmar helfen können. Ist jemand dort und versteht mich? Kann mich jemand verstehen und mir Informationen zu dem Fall geben, was mit der Leiche passiert ist? Sind Verstorbene da und können mir helfen? Ihr könnt auch mit mir kommunizieren hier. Benutzt einfach das Datenbanksystem. Sucht euch die passenden Phrasen raus. Oder gebt mir ein Lichtzeichen. Wir rufen die Verstorbenen, die hier mit dem Fall von Dagmar vertraut sind. Wir möchten lediglich wissen, was mit Dagmar passiert ist. Kann uns da jemand helfen aus der geistigen Welt unserer verstorbenen Freunde? Ja. Herabwürdigend. Dann bedanke ich mich für dieses unfassbare. Ja. Wir möchten wissen, was an dem Abend des Mordes passiert ist. 16. Was ist passiert an dem Abend, an dem Tag des Mordes? Wir bitten die Verstorbenen, um mit uns hierüber zu kommunizieren. Was ist an dem Tag des Todes von Dagmar passiert? Könnt ihr uns da eine Antwort drauf geben? Was ist mit Dagmar passiert an dem Tag? Ich bitte die Verstorbene, mir zu sagen, was ist an dem Tag des Todes mit Dagmar passiert? Höre uns. Ich höre euch zu. Bitte sagt mir, was an dem Tag, an dem Todestag von Dagmar passiert ist. Wir
Wir rufen die Verstorbenen, uns die Informationen bitte zu übergeben. Was passierte an dem Tag des Mordes? Was ist an dem Mordtag passiert? Wir fragen unsere Verstorbenen. Wir bitten diese um Hilfe. Was ist an dem Tag passiert? Wie kam es dazu? Oder kannte sie den Täter? Kannte Dagmar den Täter? Ihr könnt mir auch hier ein Geräusch geben als Ja. Kannte Dagmar ihren Täter? Waren beide sich schon vorher bekannt? Bestätigungsfrage. Wusste Dagmar Knups, wer ihr Täter ist? Wer ihr Mörder war? Denise. 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 Exzellent. Denise, exzellent. Exzellent. Denise, exzellent. Kann einer mal gucken, ob der Name Denise irgendwo mit in einer Verbindung steht? Bestätigungsfrage, kannte Dagmar ihren Mörder? Kannten der Mörder und das Opfer sich schon vorher? Bestätigungsfrage über Extrazeichen. Geräusch bitte. Er ist gefährlich. Er ist gefährlich. Der Mörder. Der Mörder ist gefährlich. Das passt ja. Das passt ja wirklich perfekt, ne? Das passt ja wirklich perfekt. Kannten das Opfer und der Mörder sich? Kannte Dagmar ihren Mörder? Bitte ein klares Ja. Oder ein sehr besonderes Zeichen im Raum, bitte, für ein Ja. Kannte Dagmar ihren Mörder schon vorher? Kann mir jemand aus der geistigen Welt das beantworten? Das ist jetzt von draußen noch das Geräusch, also Lampe ist nicht, zählt gerade nicht. Kannte Dagmar ihren Mörder? Dann bestätigt das bitte mit einer Antwort oder mit Licht jetzt. Mut. 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 Erklärt mir mehr über die Beziehung. Erzählt mir mehr über diesen Kontakt zwischen Dagmar und dem Mörder. Inwieweit war der Kontakt vorhanden zwischen Mörder und Opfer Dagmar? Könnt ihr mir da etwas zu sagen?
hatten beide keinen Kontakt vorher. Kannte Dagmar ihren Mörder vorher nicht? Dann gib mir bitte ein Zeichen. Madonna, Madonnas Bett, ich danke dir. Danke dir für 18 Monate oder so. Dankeschön. Guten Abend. Ja, habe ich. Guten Abend, ja, habe ich. Guten Abend, ja, habe ich. Wichtige Frage an die geistige Welt. Nochmal, damit ich 100% sicher bin. Kannte Dagmar Knops ihren Mörder? Gebt mir bitte ein eindeutiges Zeichen als Bestätigung. Per Stimme oder ein Geräusch oder sichtbar. Guckt ihr das an. Guck dir das an. Das ist ja schon ein Wasserfall. Das ist ja schon eher ein Wasserfall. Ich fasse zusammen, Dagmar Knops kannte also wohl ihren Mörder. Okay, kannte denn ihren Mörder. Nächste Frage. Wollte der Mörder etwas... Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch. Dankeschön. War der Mörder in irgendeiner Weise hingezogen zu Dagmar? Bestätigungsfrage, war der Täter auf einer bestimmten Ebene, hat er sich hingezogen gefühlt zu Dagmar? Bestätigung, die geistige Welt teilt mit, dass Täter und Opfer sich kannten und dass der Mörder sich wohl hingezogen gefühlt hat. Sah der Mörder öfters das Opfer? Sah der Mörder öfters Dagmar gegebenenfalls? Herr der Dämonen. Wenn meine Frage jetzt mit Ja beantwortet werden kann oder mit einem starken Lichtsignal, möchte ich jetzt die Frage stellen. War der Täter auf derselben Uni wie Dagmar? Bestätigungsfrage. War der Täter auf derselben Uni wie Dagmar? Guck dir das mal an. Frage: War es ein Eifersuchtsmord? Das. Gruselig. Bestätigungsfrage. Blut im Licht. Pepsi Engel, danke dir. Bestätigungsfrage.
War es ein Mord aufgrund von... Jetzt hat es geklopft hier. Menschlich. Jetzt hat er gerade im Ohr geklopft. Wow. Hat er gerade irgendwie geklopft. Bestätigungsfrage, allgemeine Frage. War der Mord an Dagmar ein Eifersuchtsmord? Hat der Mörder sie aus Eifersucht getötet, weil er sich sagt... Das Land. Das Land. Die Leute hören meine Stimme. Ich höre auch deine Stimme. Hat der Mörder Dagmar getötet, weil er sie nicht bekommen hat und auch niemand anderes? Sollte niemand anderes sie bekommen, wenn er sie schon nicht bekommen hat? Bestätigung, Sicherheitsfrage war... Der Mord an Dagmar, ein Mord aus Eifersucht und Besitzansprüche, weil er sie nicht bekommen hat und er auch nicht wollte, dass andere sie bekommen. Dann bestätigt das bitte einfach mit Licht zum Beispiel. 16. Wieder 16. Oder war es ein Mord aufgrund von... einer bestimmten Erkrankung des Mörders. War das Mord aus dem Affekt heraus? War es Mord aus dem Affekt? Dann bestätigt das bitte mit Licht oder ein Geräusch. Okay, Bestätigung, Sicherheitsfrage. War es Mord aus dem Affekt heraus, aus einer Kurzschlusshandlung? Dann schaltet nochmal Licht ein oder gebt mir ein Geräusch bitte. Bestätigungsfrage, Mord aus Affekt an Dagmar. Klopfgeräusche. Sichtbare Zeichen, hörbares. War es ein Mord aus Wut? Das ist meine Stimme. War das Mord aus Wut, weil der Mörder sauer war auf Dagmar? Okay. Bestätigung, Sicherheitsfrage. War der Mord an Dagmar... ein Mord aus Wut heraus, weil er wütend auf sie gewesen ist. Okay. Sicherheitskontrollfrage. Kannte der Mörder das Opfer von der Uni? Gebt mir bitte einfach wieder ein Klopfzeichen oder etwas, was ich hier an dem Abend... Es gibt noch viele andere... sehen kann oder auch andere Zeichen. Hier können wir auch andere Zeichen geben. Nochmal auf die Frage, kannte der Mörder das Opfer von der Uni? Da kannst du mir auch ein anderes Zeichen geben. Das ist jetzt dritte Kontrollbestätigung, Sicherheitsfrage. Okay. Dankeschön. Okay, also ich fasse mal zusammen. Es soll, wie wir es jetzt gerade irgendwie gehört haben, soll der Mörder Dagmar gekannt haben und wohl von der Uni. Ich möchte nochmal die Frage stellen,
gab es Gefühle vom Mörder zum Opfer, als Dagmar noch lebte? Dann gib mir bitte ein Zeichen, sichtbar, hörbar. Ich bin bei meinen Kindern. Ich bin bei meinen Kindern. Es ist zu Hause. Hatte der Mörder Gefühle für Dagmar, als sie noch lebte? Könnt ihr mir das hier irgendwie bestätigen durch etwas Sichtbares, Hörbares? Gefühle für den Täter, fürs Opfer. Die wichtigste Frage: Ist Dagmars Körper in der Villa Horten im Boden einbetoniert? Dann gebt mir bitte ein klares Zeichen als Antwort. Bestätigung und Kontrollfrage. Tintenfass, Dankeschön für die 10 Bits. Kontrollfrage. Liegt der Leichnam? Vermeiden Sie diesen Bereich. Liegt der Leichnam von Dagmar in der Villa Horten, einbetoniert im Boden? Wieder ja. Sicherheitsfrage. Liegt der Leichnam von Dagmar Knobs im Boden des Kellers, einbetoniert im Hause Horten? In der Villa Horten, ist das richtig? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich werde die paar Mal noch stellen zur absoluten Sicherheit. Kontrollfrage zur Sicherheit. Liegt die Leiche von Dagmar Knobs Riot im Keller einbetoniert in der Villa Horten? Dann gebt mir jetzt ein Zeichen, dass ich sehen oder hören kann. Ist Ihre Leiche im Bodenkeller einbetoniert in der Villa Horten? Ja. Nächste Frage. Hatte der Täter, der Mörder, Hilfe gehabt bei der Entsorgung der Leiche? Hatte der Mörder Hilfe bei der Entsorgung der Leiche gehabt von Dagmar? Bestätigungsfrage. Dankeschön. Hatte der Täter... Puppenaugen folgen. Puppenaugen folgen. Sicherheitsfrage, hatte der Mörder Hilfe bei der Entsorgung der Leiche? Dann gebt mir hier ein hörbares oder sichtbares Zeichen. Hatte der Mörder Hilfe, nachdem er das Opfer getötet hatte? Für den Wegtransport? Oder auch für die Entsorgung der Leiche. Hatte der Mörder Hilfe? Ich möchte nochmal fragen. Weil ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, ob da Hilfe war, wenn man ja jemand einbetoniert. Das musste ich erstmal machen. Ich frage die Stelle nochmal, hatte der Mörder Hilfe bei dem Verschwinden lassen der Leiche? Okay.
hat der Mörder Dagmar selber von Hand eingebuddelt. Teile meine Geschichte. Teile meine Geschichte. Hat der Mörder Dagmar selber eingebuddelt? Dann gebt mir bitte ein Zeichen. Hatte er Hilfe dabei? Weil es muss ja jemand geholfen haben. Sie wurde ja eingebuddelt und einbetoniert. Er wird ja wohl nicht den Boden selber gegossen haben. Weil meine Vermutung ist, dass der Mörder hingegangen ist, wo noch nichts einbetoniert war und er hat die im Boden verscharrt, sodass es nicht aufgefallen ist bei den Umbauarbeiten und dann wurde der Boden betoniert. Das ist das, so wie ich das eher von Verständnis her habe. Das ist das, was ich als logisch empfinde. Hat der Mörder sich in dem Haus mit Dagmar getroffen? Hat der Mörder sich in dem Haus, wo sie vergraben ist, getroffen gehabt? Bestätigung, Sicherheitsfrage, hat der Mörder sich mit dem Opfer in dem Haus Villa Horten getroffen gehabt? War das ihr Treffpunkt? Sie haben sich nicht in dem Haus getroffen, ist das richtig? Kontrollsicherheitsfrage. Der Mörder hat Dagmar nicht in dem Haus getroffen. Wenn das richtig ist, bitte ein Zeichen geben. Trafen Sie sich im Haus? Keine Antwort gerade. Okay, also sollen, ich muss mal jetzt mal eben zum Fall was nachlesen. So. Okay, wir gucken mal. In den 80ern verfiel das Haus zunehmend. Ein Privateigentümer Ende der 80er beschloss, die Villa zu sanieren. Es nutzten auch Obdachlose als Unterschlupf, eher der Privateigentümer. Über Ende der 80er. Guck mal, das ist ja zu der Zeit auch passiert. Ne? Das ist ja auch zu der Zeit passiert. 88, 55, die Leiche einer 1988. Es schien so, dass, also es ist ja oft, wenn so Häuser gebaut werden, dass der Boden nicht richtig, dass der nicht planiert ist, ja, dass da manchmal sogar noch einfach nur ein Schuttboden ist, wenn es ein altes Haus ist, dass du dann gegebenenfalls die Bodenplatten abmachen kannst, rausreißen kannst und dann kannst du Löcher buddeln, dann kannst du alles reinhauen. Und dann wird saniert. Kommt Betonboden rein. Ne? Also das ist ohne Probleme, denn wenn Betonboden neuer reinkommt, dann ist es ja nicht nur ein Beton, der oben drüber ist. Also es ist ja nicht nur eine Betonfläche, eine kleine dünne, sonst hätten die das ja bei der Untersuchung rausgefunden, dass sie da drin ist. Also muss da schon richtig Beton rein für die Stabilisierung des Hauses. Das heißt, dass da drunter, auch Bina schreibt, ist richtig, man ging davon aus, dass sie nur vergraben wurde und die Baufirma hat unwissend den Boden drauf gegossen. Ja. Das ist das, was ich meine. Dass er die wirklich dort verbuddelt hat, dass da niemand was von wusste und dass dann später niemand da überhaupt wusste, dass eine Leiche liegt und eine Baufirma, die untersucht ja nicht, die guckt ja nicht, ne? Die haut dann einfach drüber. Ne? Die arbeitet dann, die geht morgens ganz normal zur Arbeit, dann kommt dann der Wagen und dann kommt da ein riesen Betonmischer drüber und dann ist das Thema gegessen. Ne? Interessant ist jetzt aber zu wissen, ich mache mir mal ein paar Notizen.
Interessant wäre jetzt zu wissen, mehrere Fragen. Es sind ein paar Fragen, die mich dann noch so ein bisschen offen sind. Hier steht, nach einem Besuch in der Gaststätte Lichtblick ist sie spurlos verschwunden. Man müsste jetzt wissen, wie weit Gaststätte Lichtblick ist das von dem Haus entfernt. Gaststätte Lichtblick, Kempen. Okay, ich gucke mal das mal an. Gaststätte Lichtblick. Das ist die Frage, ob es das Ding überhaupt noch gibt. Also hier wird es mir nicht angezeigt. Gaststätte Lichtblick. Ich müsste jetzt rausfinden, wo war die denn früher? Ob ich da was zu finde. In Kempten, auf der Tiefstraße 24 in Kempten. Maps. So, dann gucken wir nochmal. Tiefstraße 24 Kempten. So, okay, das haben wir. Jetzt gucken wir mal die Villa Horten. Wo hat die denn jetzt ihren Ursprung? Ansicht von Südwesten. Villa Horten Kempten. Die Villa Horten am Burgring 73 in Kempten. Also jetzt machen wir mal einen Routenplaner. Kempten. Ta, das sind 2 Minuten nur entfernt, ne? Das ist nur 2 Minuten entfernt, Leute. 2 Minuten. 2 Minuten. Ich zeige euch das. 2 Minuten entfernt. Burgring 73. Tiefstraße 24. Zwei Minuten nur entfernt. Das ist jetzt echt interessant. Ich mache mal hier ein bisschen weiter rein. So, hier könnt ihr jetzt ein bisschen besser gucken. Guck mal, hier Tiefstraße, hier unten. Hier war das Restaurant, wo sie war. Und wenn du mal guckst, hier ist die Burg Kempten, hier ist alles Grünfläche. Und hier ist die Villa Horten. Das ist nicht weit. Das ist ja gar nicht weit, ne? Also dieser Weg sind 4 Minuten zu Fuß. 4 Minuten zu Fuß. 4 Minuten. Jetzt ist natürlich, was man sich fragt, alles sehr nah beieinander. Guck mal, wenn sie ist jetzt hier raus. Ja, hier wurde sie dann gesehen. Die wird ja nicht von alleine in die Villa Horten gehen, die zu der Zeit, so wie es aussieht, wohl für Menschen ohne Wohnsitz genutzt worden sind. Das wurde ja erst Ende der 80er saniert, wie es da stand. Bis dahin war die Villa Horten ja eher mal noch so ein baufälliges Ding. Denn danach kam die Sanierung, deswegen kam ja der Boden rein und man, es kam das Schreiben, dass sie wohl dort unten einbetoniert ist, dass sie dort drin liegen soll. Also heißt es letzten Endes, waren damals schon K.O.-Tropfen? Oh, ich weiß das überhaupt gar nicht, du. Gar keine Ahnung. Ja, und das ist es. Sie hätte ja eigentlich, also guck mal, wenn sie jetzt hier in dem Wald, in diesem Waldstück, das sieht ja wirklich wie ein Waldstück hier aus, ne?
getötet worden ist, wenn sie hier rauskam, ich weiß jetzt nicht, wo ihr Elternhaus ist, getötet worden ist, ist das ja direkt hier vorne. Hier ist ja kein Sichtfeld. Na? Also hier ist ja alles, wenn sie alleine hier langläuft und hier wurde sie jetzt überfallen, dann ist es ja trotzdem ein ganzes Stück. Du musst dann aber auch erstmal eine Leiche dahin schleppen. Ne? Also du schleppst nicht 3 Minuten eine Leiche durch den Wald. Das passt nicht. Wenn der Täter sie hier abgefangen hätte, hier ist eine befahrene Straße, ja, denke ich nicht, dass er sie hier irgendwo, das wäre nicht logisch. 8K.O. gab es auch in den 80ern. Also wer schon mal von euch jemand heben musste, eine Person, die ohnmächtig war und auf dem Boden lag, die kriegst du so schnell nicht hoch. Das ist so schwer, einen Menschen, der am Boden liegt, hochzuheben. Es ist brutal schwer, auch wegen dem Schwerpunkt. Super schwer. Und jetzt überleg mal, er muss ja, sie ist nicht gefunden worden, Herr Soße. Du schleppst nicht diese Strecke einen toten Menschen. Ja, selbst Kinder kriegst du nicht hoch. Ne? Selbst, gehen wir mal von aus, die ist hier oben, in dem oberen Teil hier. Hier irgendwo umgebracht worden, hier der obere Fall, hier bei den Bäumen. Alleine dieser Weg hier, allein der Weg hier, ist schon eine harte Nummer. Das ist schon eine harte Nummer. Aber steht ja alles im Internet, unmögliche. Kannst du die ganzen Berichte dazu lesen? Das ist es. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da was bekommen. Malaika, ich musste schon mal mehrfacher tot, aber mir sieht im Film einfach aus. Das ist Hardcore. Das ist Hardcore. Menschen, die ohnmächtig sind, bewusstlos. Nun, alleine wenn du deine Arme unter die Achselhöhlen packst, kriegst du kaum hoch. Das fühlt sich doppelt so schwer an. Ne? Ja. Pogitär, wenn der Mörder ein Handwerker von der Baustelle war, teilweise Dinge bei Baustellen gehört, die nicht mehr normal waren. Ja, genau, die Körperspannung fehlt. Ja, das Ding ist ja, wir haben jetzt so eine Info bekommen, man muss natürlich immer noch mal in Frage stellen, ne? Dass letzten Endes der Täter in irgendeiner Weise wohl in einer Verbindung schon zu ihr stand. Das ist der Punkt. Ne? Ha. Sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Mord verjährt nicht. Mord verjährt nicht. Sehr kompliziert. Eine Tiefstraße in Kempen, spurlos verschwunden. Anonyme Schreiben, ist wieder aufgerollt worden. Pädagogikstudentin Dagmar Knops. Also das Interessante, dass wir so eine Antwort bekommen haben, dass die geistige Welt irgendwie sagte, die kannten sich, dass sie sich irgendwie kannten. Die haben sich irgendwie gekannt. Irgendwie kannten die sich. Ja, genau, Waldwegen ja auch. Da fahren auch Fahrradfahrer, ne? Ja. Da ist der Punkt. Schmerzensgeld? Wie Schmerzensgeld? Was meinst du mit Schmerzensgeld? Meistens sind die Mörder aus dem näheren Umfeld, ja. So, ich würde jetzt nochmal schauen, ob wir da noch mal was rausbekommen. Ich wechsle mal eben drüber. Aber ganz spannend, solche Fälle, ne? Oder? War eine gute Idee von euch. Also ich war mal eben kurz bockige Kuh. Was bockige Kuh meinte mit Schmerzensgeld?
Meinst du das Schmerzensgeld? Schmerzensgeld? Okay, wenn jetzt nicht gleich so nochmal die Antwort dazu kommt, dann gehe ich wieder rüber. Und dann beantworte ich eben Delina gleich die Frage. Da muss man sein Leben lang mit rumlaufen. Aber sie ist ja tot. Verstehe ich nicht. Ja, sie ist ja tot. Da muss man sein Leben lang mit rum. Schmerzensgeld verstehe ich jetzt nicht. Hä? Wie Schmerzensgeld? Da muss man sein Leben lang mit rumlaufen. Okay, kurze Erklärung nochmal, was du meinst damit. Ich habe gerade ein riesen Fragezeichen schweben. Ein riesen Fragezeichen. Ich finde auch kacke, dass Tote durch die Disco laufen. Was ist mit Schmerzensgeld? Da muss man sein Leben lang mit rumlaufen. Hä? Verwirrt mich gerade. Klär mich auf, bitte. Klär mich auf. Ich habe gerade ein riesen, gigantisches 4x4 Meter Fragezeichen im Raum. Wie tot in der Disco. Aha, okay. Ich weiß das auch nicht. Wie? Wie? Also, habe ich noch mehr Fragezeichen? Wie? Ich weiß das auch nicht. Hä? Jetzt bin ich ganz raus, buckige Kuh. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Jetzt hast du die totale Verwirrung hier. Du hast geschrieben, ich finde das auch kacke, dass Tote durch die Disco laufen. Dann hast du gefragt, was ist mit Schmerzensgeld? Da habe ich gefragt, was meinst du mit Schmerzensgeld? Dann hast du gesagt, da muss man sein Leben lang mit rumlaufen. Da habe ich gefragt, wie rumlaufen? Und dann, ich weiß das auch nicht. Verwirrung verwirrt. Ah, danke, Sarah. Wow, okay. Ja, puh. Okay, dann gehen wir mal wieder rüber. Ja, sehr verwirrt jetzt, weil es hat mich sehr, sehr, sehr verwirrt. Okay, erstmal Sarah, Delina hatte die Frage, das Ding nennt sich Spirit Talker. Spirit Talker und hat einen Totenschädel, einen Totenschädel im Logo. Spirit Talker, kannst auf alle Sprachen stellen, Spirit Research Device. So, okay, nächste Frage. Ich möchte nochmal die geistige Welt, die Verstorbenen, um eine Frage bitten. Wurde Dagmar in dem anliegenden Park an der Tiefstraße getötet? Dann gebt mir bitte ein Zeichen, was ich sehen oder hören kann. Wurde sie in dem angrenzenden Park getötet, sodass es nicht gesehen wurde, dass ihr was passierte? Dann gebt mir bitte ein Zeichen, sichtbar oder hörbar. Wurde Dagmar in das Haus gelockt, in die Villa Horten? Bestätigung, Sicherheitsfrage, wurde Dagmar... Zeichen. Wurde Dagmar in das Haus Villa Horten damals gelockt, nachdem sie von der Tiefstraße gekommen ist? Wenn die Frage mit Ja beantwortet werden kann, gib mir bitte ein Zeichen, was ich hören oder sehen kann. Wollte sie sich das Haus anschauen gehen mit der Begleitung, mit der sie unterwegs war? Sicherheitsfrage, Bestätigung. Ist Dagmar Knobs lebendig noch in dem Haus Villa Horten gewesen? Ich will nicht reden.
Ich will nicht reden. Ich will nicht reden. Ich bitte doch sehr um diese Antwort. Ist Dagmar Knobs lebendig in das Haus Villa Horten damals in Kempen reingelaufen? Lebte sie zu dem Zeitpunkt noch, als sie sich im Haus aufhielt? Kontrollfrage war, Dagmar schon tot, als sie in das Haus gebracht wurde, Villa Horten in Kempen? Kontrollfrage war, Dagmar schon tot, als sie in das Haus Villa Horten kam, beziehungsweise als sie dort das Haus betreten hat, ist jetzt nicht der richtige Ausdruck. Ist Dagmar tot in das Haus Villa Horten gekommen? Schon verstorben, der Körper von ihr. Lärm. Ist sie schon tot in das Gebäude gekommen? Ich möchte deine... Jetzt war ein lautes Auto von draußen. Ist Dagmar schon tot in das Gebäude reingekommen von der Villa Horten? Bestätigt das bitte mit Licht oder Geräusch. Schon tot reingekommen. Wurde sie auf dem Weg zu ihrem... Das Lachen der Kinder stirbt. Das Lachen der Kinder stirbt. Ich will nicht reden. Lärm, das Lachen der Kinder stirbt. Ist Dagmar auf dem Weg nach Hause getötet worden? Tötete. Ja. Ja. Geschah der Mord in der Umgebung der Burg, die zwischen Tatort geschah der Mord zwischen dem Restaurant, wo sie rausging, und der Villa Horten? Blutvergiftung. Blutvergiftung, Blut. Blut. Also hat er sie dort getötet? Hatte er eine Mithilfe, um den Leichnam von Dagmar zu verstecken? Ich habe hier gearbeitet. Ich habe hier gearbeitet. Hatte der Mörder Hilfe, den Leichnam... Hatte der Mörder Hilfe gehabt bei dem Transport der Leiche? Hat der Mörder die Leiche alleine versteckt in dem Haus? Kann mir jemand aus der geistigen Welt das sagen? Hat der Mörder die Leiche alleine versteckt? Oder hat er einen Mithelfer? Dann gib mir bitte ein Zeichen. Als wenn er da keine Antwort zu kriegen sollst. Warum darf ich da keine Antwort zu bekommen? Darf ich da keine Antwort zu bekommen? Für ja bitte ein Zeichen geben. Darf ich keine Antwort erhalten auf diese Frage? Das ist nicht normal. Ich möchte aber gerne die Antwort haben. Hatte der Täter, der Mörder, eine Mithilfe gehabt, um den Leichnam zu verstecken? Sicherheitsfrage zur Kontrolle. Hatte der Mörder
eine Mithilfe gehabt, den Leichnam zu verstecken. Okay. Ich bitte auch eine Bestätigung über die Sprachausgabe zu dem Fall des Mithelfenden, der die Leiche mit entsorgt hat. Könnt ihr mir auch über die Sprachausgabe da eine Information geben? Inwieweit war Mithilfe bei dem Abtransport der Leiche zu dem Ort, wo sie versteckt wurde? Wohnt der Mörder von Dagmar Knups heute noch in Kempen? Wohnt der Mörder von Dagmar Knups heute noch im selben Ort? Kontrollfrage. Wohnt der Mörder von Dagmar heute noch im selben Ort? Okay. Hat der Mörder, der Dagmar tötete, das Schreiben selber aufgesetzt, weil er ein schlechtes Gewissen hatte? Hat der Mörder das Schreiben aufgesetzt, um sein Gewissen zu beruhigen? Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn so etwas Schlimmes getan ist, diese Gedanken kriegen die Leute wohl bestimmt nie aus dem Kopf. Die Frage, die sich jetzt hier natürlich stellt. Erstaunt. Die Frage, die sich jetzt hier natürlich stellt bei dem Fall ist, was waren die Beweggründe, dass der Mörder sie getötet hat? Wir hatten ja jetzt diese Info, dass die sich wohl kannten, mehr so ein Kommilitone gegebenenfalls, der gegebenenfalls sogar Gefühle für sie hatte, die nicht erwidert worden sind. Eventuell stehen ja jetzt hier noch andere Punkte mit im Raum, dass er vielleicht sehr stark alkoholisiert war oder andere Substanzen genommen haben könnte, ja, und dann auf sie traf oder mit ihr schon längst unterwegs gewesen ist. Hat der Mörder Dagmar an demselben Tag schon gesehen gehabt, als der Mord geschah? Kontrollfrage zur Sicherheit. Jetzt ist ein leerlautes Fahrzeug. Hat der Mörder das Opfer Dagmar an dem Tag schon gesehen gehabt? Ja, Sicherheitsfrage. Hat der Mörder den Abend mit Dagmar schon verbracht gehabt? War der Mörder in demselben Restaurant wie Dagmar? Hat der Mörder auf Dagmar gewartet, dass sie rauskommt und wusste, dass Dagmar dort war? Dann bestätigt einfach immer meine Fragen mit Ja, Nein. Wusste der Mörder, dass Dagmar dort ist, in dem Restaurant? Folge uns hinter dir. Hat sie wohl verfolgt. Der Mörder hat Dagmar also verfolgt. Hat er Dagmar verfolgt bis zum Restaurant und auf sie gewartet? Ist das so? Dann bestätigt es doch. Abstand tot. Hat sie verfolgt und getötet, Grabstein. Also hat der Mörder sie verfolgt und auf sie gewartet,
Bestätigt das mit Licht oder einem Geräusch? Oder hat er sie durch Zufall dort entdeckt? Hat er sie durch Zufall entdeckt an dem Ort? Also manche Sachen dürfen wir, glaube ich, nicht erfahren. Wir dürfen manche Sachen nicht erfahren, oder? Manche Fragen bekomme ich nicht beantwortet. Warum? Warum darf ich manche Antworten nicht erfahren? Ist es nicht so, dass der Fall Dagmar ruhen sollte? Ja. Fall Dagmar sollte ruhen. Deswegen fände ich es ja sehr schön zu wissen, letzten Endes, war es ein Mord aus Eifersucht? Ich verstecke. Ja, das ist so, ich möchte nicht reden, ich verstecke mich. War es Mord aus Eifersucht? Wollte er was von Dagmar? Wollte er mehr? Aber sie wollte nicht. Ich habe gerade so ein Bild von so einem blonden jungen Mann gehabt. Mit so glatten, blondbraunen, glatten Haare, die so bis hier sind, aber so ein bisschen glatt runter. Ganz schnelles Gesicht. Also wirklich glatte. Ganz glatte, blonde Haare. Ganz kurz dieses Gesicht gehabt. Könnte mir nochmal bitte die geistige Welt mir nochmal das Bild von dem Mann geben? Ich habe immer wieder so dieses Bild von diesem Gesicht, von ein recht junges Gesicht. Nicht so gerade, so ein bisschen rundlicher, also nicht so ein Eierkopf wie ich habe, ein bisschen rundlicher, diese glatten Haare wie bis hier. So ein T-Shirt mit so einem V-Ausschnitt. Eine Uhr. Aber so eine dicke, ein bisschen klobigere Uhr irgendwie. Aber schlank bist du. Ich kriege auch nur bis hier. Ist das der Mörder, den ich gesehen habe? Durfte ich den Mörder sehen? Wie er damals aussah? Der Blonde? Dunkel, blond. Durfte ich den Mörder erkennen? Hat diese Person was damit zu tun? Wer war das jetzt? Hat die Person was mit Dagmar zu tun? Komplett still. Der Mensch, den ich gesehen habe, wenn das der Mörder ist, gib mir bitte ein Zeichen, was ich sehen oder hören kann. Okay, ich frage nochmal zur Kontrolle. Durfte ich den Mörder sehen? Der blonde junge Mann, hat er Dagmar getötet? Dann gebt mir bitte ein klares 1:1 Zeichen, bitte. Oder war das der Mittäter? Es ist auch wirklich so, wenn ich bestimmte Fragen stelle, merke ich so, es fährt runter, als wenn ich das nicht erfahren darf. Ich frage und bitte die geistige Welt, der junge Mann, den ich gesehen habe,
War das der Mörder von Dagmar Knobs? Nacht. Nacht. Ich stelle die Frage noch zweimal, wenn die geistige Welt mir das beantworten kann, dieser Person. Ist das der Mörder von Dagmar gewesen, den ich sehen durfte? Sicherheitsfrage, ist das der Mörder von Dagmar, den ich gesehen habe? Das passt auch mit dem Alter. Hat er sie umgebracht? Dann gebt mir bitte ein klares Zeichen, was ich hören oder sehen kann, bitte. Er hat sie getötet, oder? Mein Name ist Margaret. Mein Name ist Margaret. Margaret, hat er sie getötet? Wer ist der Mann, den ich gesehen habe? Wer ist, wissen, wer der Mann ist? Ist der Mann der Mörder? Bestätigt es bitte mit einem klaren Zeichen. Ist der Mann der Mörder von Dagmar Knobs? So entstehen die X-Akten. So entstehen X-Akten. Wenn du Fragen stellst, aber du kriegst nicht so diese Antwort. Jetzt gehen wir wieder die ganze Zeit in so eine Schleife rein. Ne? Du willst die Antwort, aber bekommst sie nicht. Dagmar Knobs, kanntest du deinen Mörder? Ich frage nochmal. Dann kannst du gerne Licht einschalten. Ihr kanntet euch von der Uni, ne? Ich habe auch nicht mit Dagmar Kontakt. Ich frage dann nochmal die Verstorbene, die mit mir kommunizieren. Dagmar und der Mann kannten sich von der Uni, ne? Haben sich schon oft gesehen, die beiden, ne? Und er wollte mehr. Bekam aber wohl nicht das, was er wollte. Also hat er sie gegebenenfalls verfolgt und wartete, bis sie rauskam. Vielleicht hat Dagmar ja mit irgendjemand rumgeflirtet an dem Abend oder sich mit jemand getroffen oder ein Date gehabt. Und das hat er gesehen, dieser blonde Mann. Und hatte dann eine Kurzschlusssituation, hat sie vielleicht zur Rede gestellt. Was soll das? Was hast du getan? Kam vielleicht zu Reibereien. Er hat auf sie eingestoßen, eingeschlagen, sie getötet, er gewürgt vielleicht. Und er wollte sie noch klärend noch mit nach Hause auf dem Weg begleiten, damit ihr nichts in Klammern passiert, und hat sie dann zur Rede gestellt, sie getötet und sie dann in die Villa Horten verschleppt, dort eingebuddelt. Und später wurde es saniert und neu betoniert. Ich glaube, wir werden viele Sachen vielleicht nicht rausbekommen. Aber interessant ist es auf jeden Fall. PTOG, ich grüße dich. Auf jeden Fall spannend, solche Sachen. Ne? Aber so kann es wirklich gegebenenfalls passiert sein. Ne? Möglich. Ne? Das Ding ist, wir werden es ja leider nicht rausbekommen. Wir kriegen zwar die Infos der geistigen Welt, aber Infos der geistigen Welt sind nicht die Infos der Menschen. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, sagt Tim Soße auch,
dass sie trotzdem ihren Frieden findet und Frieden gefunden hat. Und oft sollen vielleicht auch bestimmte Dinge nicht ans Licht kommen. Manchmal muss einfach Ruhe einkehren. Manchmal muss einfach ein Thema abgeschlossen werden. Manchmal muss einfach mal die Tür geschlossen werden, um sie ruhen zu lassen, damit die Geschichte nicht immer wieder aufgerollt wird. Damit die Verstorbenen letzten Endes auch loslassen können. Und ja, Dinge bleiben manchmal ungeklärt, man will oder nicht. Manchmal ist es besser, Maxim. Manchmal ist es besser, weil vielleicht damit wieder andere Sachen aufgewühlt werden würden. Ich kenne mich einen Fall, da ist das auch gewesen, da hat man sich intensiv nochmal mit dem Fall beschäftigt, auch Kontakt aufbauten. Und da ist es dann auch wieder aufgeblümt. Ne? Ist auch das Ding. Ja, bei manchen Sachen ist es wirklich besser, wenn wir vielleicht nicht die Wahrheit kennen. Weil die Wahrheit vielleicht schlimmer ist als das, was man geglaubt hat. Jetzt überlege mal, man geht jetzt von aus, dass das Dagmar getötet wurde und wurde dort verscharrt. Vielleicht ist es noch viel mehr passiert nach dem Tod. Vielleicht wurde viel mehr mit dem Leichnam gemacht. Was für die Familie noch schrecklicher jetzt wäre. Es ist so schon schrecklich, aber vielleicht sind diese Informationen, die man jetzt noch bekommen hätte, noch schlimmer. Dass man jetzt dadurch Informationen bekommen könnte, wie es wirklich gewesen ist. Vielleicht soll die Familie damit auch ruhen können. Vielleicht kannte die Familie sogar den Mörder. Vielleicht war der Mann sogar öfter sogar bei der Familie zu Hause zum Essen mit bei und lebt heute noch mit denen. Ja, traurige Sache, aber spannend. Kriminalfälle können wir gerne öfters mal machen, wenn ihr Bock habt. Und morgen ist ja schon wieder Mittwoch. Morgen ist Lena nochmal da vorm Urlaub und dann ist Lena erstmal eine ganze Zeit im Urlaub. Und dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf morgen Abend. Um 20 Uhr sehen wir uns hier wieder. Danke für alle, die dabei gewesen sind. Danke an meine Moderationen. Danke heute auf jeden Fall auch nochmal an Stefan, ganz liebes Dankeschön. Und hier an Snot, Dankeschön auch nochmal für die beiden, die heute donated haben. Danny kommt am Freitag, genau, Danny ist am Freitag hier. Genau, morgen ist Lena, Danny ist Freitag. Und danke an meine Moderation. Alle, die jetzt noch im Chat sind, die heute beim Kriminalfall dabei gewesen sind, ich wünsche euch eine wundervolle Nacht. Morgen sehen wir uns wieder um 20 Uhr. Kuss geht raus, bis morgen Abend. Ciao.